Wir machen es uns ein bisschen gemütlich hier. Ist ja noch nicht muckelig genug. Nee. Ja. Nein. Ihr friert das sicherlich auch noch im Publikum. Ja. Uns auch unter 50 Grad geht gar nichts. Apropos unter 50 Grad, Memphis, haben wir ja schon ein paar Mal angedeutet. Waren wir letztes Jahr oder vor anderthalb haben wir jetzt festgelegt, im Sun Studio, haben dort unsere Best-of-Platte aufgenommen. Und wir wollen jetzt mit euch so ein bisschen in diese Atmosphäre eintauchen, denn bis dorthin haben wir noch nie einen Original 50er-Song auf Platte gebracht. War eigentlich immer so, machen wir niemals. Wir müssen nochmal ganz kurz, wenn ich weiß, was die Sun Studios sind, das ist kein Sun Studio im eigentlichen Sinne. Also wir sind nicht nackig liegend da gelegen und haben Songs gesungen, sondern es ist quasi das Studio, in dem unter anderem Elvis Presley seine erste Platte aufgenommen hat. Auch nackt? Auch nackt. Wir waren also im gleichen Songstudio wie Elvis Presley, da könnt ihr schon viel sagen. Und am Ende kam dann noch eine Platte raus und auf der haben wir das erste Mal dann auch Originalsongs aus den 40ern aufgenommen. Einer war der Song, mit dem bei uns eigentlich alles angefangen hat. Ja, richtig. Und das war eine richtig lustige Geschichte. Erzähl es noch mal, Sir. Ja, wir haben uns 2007 kennengelernt in Berlin und haben relativ schnell gemerkt, dass wir doch dann den gleichen Musikgeschmack haben. Und das sind diese Best-ofs geworden. Und das sind diese Best-ofs geworden. Was für eine Zahl. Das war richtig gut. Auf jeden Fall haben wir einen Song gesungen und den präsentieren wir euch jetzt. Wenn ihr ihn kennt, dürft ihr gerne mitsingen. Wenn nicht, auch. Und wenn nicht, gespannt. Basti, du beginnst, ne? Ja. Magst du vor? Also, auf das X? Auf das X, was hier gerade ist. Ja, das ist wirklich sehr okay. Wir müssen jetzt richtig einen Rock'n'Roll fühlen. Oh. Oh, das spürt ihr das. Ich bin nicht so sicher, Basti. Die Hüfte ist so locker. Wir haben hier sonst eine Arbeit. Das könnte aber auch ein Alterssymptom sein, dass die Hüfte locker ist. Das kann sein, dann geh mal die Hüfte locker, das will ich auch ganz im Herz. Geh mal schon auf die Farben, ich kenne gut. Das Leuchten gehört auch dazu. Ja, klar. Da muss Schleim aus 60 Jahren aussehen. Das war jetzt richtig jemand. Ja, er hat es gut. Ah, schön. Dafür kriegst du zu falschen Ton. Ich singe trotzdem nur der Richtige. Well, it's one for the money. Das kann nicht besser werden. Sehr gut. Das ist halt die Zugabe, die wir nicht sehen. Das ist auch wieder ein Klaue. Okay, das war eigentlich nicht geplant, aber wenn ihr wollt. Wir haben da noch eine Zeile vorbereitet. Eine zweite Zeile gibt's noch. So, halt mal. Ja, das passt, passt. So gleich lang, ne? Bleib mal nicht, ne? War das auch nicht. Was ihr hinter der Gitarre nicht seht, das sind ganz andere Beine, die gehören gar nicht. Ich sehe von hinten hier, dein Kragen steht gar nicht jung, mit dem kann man nirgends holen. Das ist wirklich der sonst nicht mehr. So, jetzt passt es. So, Basti hat auch vor der Show schon gebügelt. Und die anderen, die bügeln nach der Show, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich stehe so entspannt da, so bereit. Also, das kommt hier aus dem. Ja, wir sind tatsächlich schon seit einigen Minuten, nicht halt einfach Stunden, diesen einen Moment doch gar genießen. Was sind wir los? A two for the show. Okay, es schneidet ja keine Zugabe. Ich mach das jetzt hier. Das ist auch sehr verzweifelt. Oh, wenn es unbedingt sein muss. Ich bin jetzt hier nicht so eine Rampensau, aber ich muss leider der Band den Einsatz geben, für was danach kommt. Und dafür muss ich mich auch leider mit einem super ruftigen Ruftschwung. Ruftigen? Was hab ich? Warum steh ich hier und singe, kommen Sie von nah und fern? Das kann man
irgendwas, da kann man nichts mit wissen, oder? Das kann man mit wissen. Ah, mit Nüssen, da wollen wir natürlich anders rumstellen. My face, my name all over the place. Anything I'm gonna do, I hardly have a question about you. Said I was going to choose. Well, if you do anything, baby, I'm not gonna expect you. Come on, let's party. Den Björn am Bass. Und durfte direkt mal Solo singen. Wahnsinn! Wir wissen, oft sind die Bassisten wie Arne Schwein in der Band, da werden Witze drüber gemacht. Wir machen das natürlich nicht. Wir halten das für Bassphemie. Klasse, Schläger, klasse. Bitte schlag ein, sonst wird peinlich. Das ist schon peinlich. Heiligkeit kennt keine Grenzen. So. Auch nach 10 gar nicht. Nein, auch nach 11. Siehst du, was schon hier noch. Richtig aufgepasst, gut. Sitzen bei Heiligkeit zählt jedes Jahr.